Servus, hallo, Marius mit Training, sisu-training.de, heute die 435 von 365 mit einer Ankündigung für den doch anstehenden Januar, nämlich eine neuen Trainings-Challenge. Wir haben Swim to Win genannt, also ähnlich wie die December to Remember Challenge. Diesmal eine Schwimm-Challenge, die aus ebenfalls drei Disziplinen besteht, nämlich einmal im Schwimmen, sonst wird es nicht Swim to Win heißen, dann Zugseiltraining und eben Armkreisen, um zum einen die Beweglichkeit im Schultergürtel zu verbessern, zum anderen die schwimmspezifische Kraft aufzubauen und zum anderen vielleicht auch so die Aversion, die Abneigung gegen das Element Wasser abzulegen. Und da gibt es wieder eine Tabelle, die gibt es diesmal auch im Download. Ich werde auch den Download-Link unter dem YouTube-Video nochmal drunter schreiben, damit ihr euch die Tabelle auch runterladen könnt, runterholen könnt, hätte ich fast gesagt. Das ist ein anderes Thema. Zugseiltraining kennt ihr alle, brauche ich nichts dazu zu sagen. Armkreisen rückwärts, bitte einarmig durchzuführen, das heißt pro Seite, jetzt zum Beispiel am 1. Januar 10 Wiederholungen pro Seite rückwärts, also wirklich einarmig rückwärts. Das ist die andere Geschichte. Und dann wenigstens an 12 Tagen im Monat Dezember 30 mal 50 Meter schwimmen. Mittleres Tempo könnt ihr gerne mit Paddles, Pullboy, wie auch immer schwimmen. Geht eigentlich dazu darum, die zu den bisherigen Schwimmtrainings, die ihr vielleicht im Plan drinstehen habt, zusätzlich eben 12 mal diese 30 mal 50 zu schwimmen. Das heißt, wer vielleicht zweimal pro Woche schwimmt, also sprich 8 mal im Monat Januar schwimmt, der kommt auf einmal dann auf 20 Einheiten im Wasser. So dass da eben quasi die Abneigung gegen das Element Wasser so ein bisschen ad acta gelegt wird. Ich denke, eine ganz coole Geschichte, um so ein bisschen ähnlich wie beim Thema Laufen auch hier ja, die Grundlagen zu legen für das nachfolgende Training der Monate Februar bis, ja, dann bis zum Hauptwettkampf. Ich denke, es ist eine ganz coole Geschichte. Mir hat es vor ein paar Jahren relativ viel gebracht. Einfach ins Wasser zu steigen und einfach das abzuschwimmen. Die 30 mal 50 sind bewusst so gewählt, dass es eine kurze Einheit ist, die ja je nach Geschwindigkeit ja dann letztendlich so maximal, sagen wir mal, 40 Minuten dauert. Und das ist eigentlich eine Geschichte ist, die man relativ leicht integrieren kann. Ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, weil man eben nicht einfach von zu Hause aus loslaufen kann, wie jetzt im Dezember, sondern halt eben erst ins Bad fahren muss und dann dort das Schwimmtraining absolviert, und ich bekomme keine Provision von den städtischen Bädern, damit ich jetzt irgendwie deren Umsatz ankurbel im Januar. Aber das ist so eine Idee, um vielleicht auch das Schwimmen, ähnlich wie vorhin schon gesagt, das Laufen so ein bisschen nach vorne zu bringen. Würde mich freuen, wenn ähnlich viele wieder mitmachen wie im Dezember. Und ich denke, das ist eine ganz gute Sache, um so ein bisschen den Arsch in Sachen Schwimmen hochzubekommen. Also, lasst es euch gut gehen und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Ciao, ciao.